In diesem Video zeige ich euch 10 praktische Tipps, die euch dabei helfen werden, mehr Abonnenten zu bekommen. Diese Tipps lassen sich sofort umsetzen und helfen mir dabei, teilweise 10 Abonnenten an nur einem Tag zu gewinnen. Viel Spaß mit diesem Video! Hey, ich bin Vor und freut mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um YouTube, also lass doch ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Letztens hatte ich in meinem Community-Tab ja eine Umfrage gemacht, welche Videos ihr als nächstes sehen wollt, und die meisten von euch haben sich für genau dieses Video hier entschieden. Daher habe ich heute mal 10 praktische Tipps rausgesucht, die sich alle wirklich in nur wenigen Minuten umsetzen lassen. Durch diese Tricks werdet ihr definitiv mehr Abonnenten bekommen können. Man muss dazu aber sagen, dass das Wichtigste natürlich überhaupt qualitativ hochwertiger Content ist. Wenn ihr keine guten Videos macht, dann helfen euch auch diese Tipps nicht weiter, aber ich denke, das sollte jedem klar sein. Dennoch, diese Tipps sind unglaublich effektiv, daher würde ich sagen, los geht's. Tipp Nummer 1. Ändere dein Wasserzeichen. Einige von euch benutzen im Menschen noch gar kein Wasserzeichen, andere benutzen ein Wasserzeichen, das einfach nicht funktioniert. Der Hauptgrund dieser Funktion ist es, Zuschauern zu ermöglichen, euren Kanal zu abonnieren, ohne das Video dabei pausieren zu müssen. Daher bietet es sich hier an, euer Wasserzeichen zu einem Abonnieren-Button zu machen. Das Ganze ist sogar so effektiv, dass der SEO-Experte Brian Dean berichtet, dass diese kleine Änderung ihm 69% mehr Abonnenten durch das Wasserzeichen eingebracht hat. Es ist wirklich eine sehr kleine Änderung, die aber einen riesigen Nutzen hat, da kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen. Kommen wir zu Tipp Nummer 2, die Unpin-Strategie. Die werden einige von euch bestimmt schon kennen, dennoch erkläre ich sie euch hier nochmal, denn diese Strategie hat ein riesiges Potenzial. Wenn ihr ein neues Video hochladet, kommentiert es selbst mit Worten wie: Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal. Danach pinnt ihr diesen Kommentar ganz oben an. Das Beste ist, dass ihr diese Strategie auch einfach für alte Videos, die immer noch geklickt werden, ganz einfach nachholen könnt. Diese Strategie ist dabei auch einfach extrem effektiv, da unglaublich viele Nutzer, selbst die, die keinen Kommentar selbst da lassen, sich die Kommentare nochmal durchlesen, häufig auch während des Videos. Durch diesen Kommentar könnt ihr den Zuschauer also nochmal daran erinnern zu abonnieren, und auch wenn das jetzt echt dumm klingt, ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute einfach vergessen zu abonnieren, wenn sie einen Kanal eigentlich total gut finden. Apropos Kommentare, Tipp Nummer 3, jeder Kommentar zählt. Manche meiner Videos bekommen über 100 Kommentare bei weniger als 1000 Klicks. Häufig kommentieren bei mir mehr als 10% meiner Zuschauer meine Videos. Wie schaffe ich das? Indem ich auf fast alle Kommentare antworte. Indem ihr immer auf Kommentare antwortet, zeigt ihr euren Fans, dass ihre Meinung wichtig ist. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie erneut kommentieren, und andere Zuschauer fühlen sich eher ermutigt, auch einen Kommentar dazulassen. Doch wie hilft es euch jetzt dabei, mehr Abonnenten zu bekommen? Ganz einfach, durch diese Taktik werden Gelegenheitszuschauer zu echten Fans, und das steigert die Wahrscheinlichkeit, dass sie eure Videos teilen. Außerdem kann ein beantworteter Kommentar jemanden, der euch vorher noch nicht abonniert hatte, auch ganz einfach umstimmen, selbst wenn es nur ein simples Danke ist. Und des Weiteren, das ist auch mit das Wichtigste überhaupt, viele Kommentare helfen dabei, dass euer Video öfter von YouTube selbst vorgeschlagen wird. Kleiner Bonustipp an dieser Stelle: Versucht mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, stellt auch ab und zu einfach mal ein paar Gegenfragen, das macht nicht nur sehr viel Spaß, das hilft euch auch sehr viel weiter. Tipp Nummer 4, Link zum Abonnieren. Man kann auf YouTube Links zum Abonnieren erstellen. Diese kann man beispielsweise in der Videobeschreibung verwenden oder auch in den Kanalbanner packen, wo Leute dann draufklicken können. Bei mir habe ich daraus zum Beispiel einen Call to Action gemacht, der nochmal zum Abonnieren auffordert. Außerdem nutze ich so einen Link auch in der Videobeschreibung. Einziger Nachteil: Auf mobilen Geräten führt der Link nur auf den Kanal, aber ich hoffe, dass YouTube dieses Problem zeitnah behebt, immerhin steigen die Nutzerzahlen am Smartphone ja auch immer weiter. Tipp Nummer 5, nutze die YouTube-Funktion. Ein ganz einfacher Weg, auf Dauer mehr Abonnenten zu bekommen, ist es, einfach die YouTube-Funktion wie beispielsweise den Abspann oder auch Infokarten zu nutzen. Beim Abspann kann man sogar einen Abonnieren-Button platzieren, ansonsten helfen diese Funktionen dabei, dass ihr Leute von einem Video auf das nächste weiterleiten könnt. Das hat vor allem zwei Vorteile. Erstens, abonnieren Zuschauer selten nach nur einem Video. Und wenn ihr denen direkt ein weiteres Video von euch empfehlen könnt, dann ist es natürlich optimal. Der zweite Vorteil ist jedoch, dass auch YouTube selbst es klasse findet, wenn ihr Zuschauer lange an die Website binden könnt. Das heißt, euer Kanal bekommt einen Push und ihr werdet eher vorgeschlagen. Infokarten könnt ihr sogar 5-mal im Video benutzen und eignen sich natürlich am besten, um inhaltlich ähnliche Videos zu empfehlen. Beim Outro würde ich euch dazu noch den Tipp geben, einen Text wie nächstes Video einzufügen. Außerdem zählen zu den Funktionen ja auch Sachen wie der Community-Tab und die auch eben schon genannten Links zum Abonnieren.
da sich wahrscheinlich auch einige von euch jetzt fragen, wie genau das alles funktioniert. Ich verlinke euch hier oben mal meine Playlist, in denen ich die ganzen Funktionen schon alle genauer erklärt habe. Aber bevor ihr darauf klickt, erstmal noch weiterschauen. Denn Tipp Nummer 6, verbreite deine Videos. Wenn du sofort mehr Abonnenten bekommen willst, dann such jetzt auf Google nach YouTube-Foren und stell dich dort vor. Außerdem kannst du dir auch Foren für deine Nische raussuchen und dort deine Videos verbreiten. Ganz klar, davon wirst du nicht Fame. Ich sehe immer wieder Leute auf Facebook, die denken, sie bekommen hunderte Abonnenten durch so eine Gruppen. Das stimmt natürlich nicht. Aber du bekommst auf jeden Fall garantierten Traffic und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass da auch der ein oder andere Zuschauer bei rumspringen kann. Auch Facebook-Gruppen, wie eben schon genannt, oder Reddit-Foren oder auch ähnliche Seiten solltet ihr ruhig mal ausprobieren. Man weiß ja nie, wie man da eventuell so trifft und wer eventuell eure Videos so finden könnte. Jetzt habe ich übrigens auch nochmal 4 richtig coole Tipps für euch, von denen einige noch recht unbekannt sind, also bleibt gespannt. Und wenn das Video bis hierhin gefällt, dann lasst doch auch gerne mal ein Like da. Tipp Nummer 7 sind die Power-Playlist. Lasst mich kurz das Prinzip erklären. Bei einer Power-Playlist handelt es sich um eine gewöhnliche Playlist mit einem wichtigen Unterschied. Ihr stellt besonders gute Videos an den Anfang. In den Analytics könnt ihr herausfinden, welche eurer Videos am besten performen, welche eurer Videos euch zum Beispiel am meisten Abonnenten einbringen. Ich nenne diese Videos Gewinnervideos und diese kommen dann an den Anfang der Playlist. Die Logik dahinter ist simpel. Ihr wisst, dass diese Videos überdurchschnittlich gut sind und bereits einiges an Erfolg eingebracht haben. Also probiert ihr es, genau diese Videos vor so viele Menschen wie möglich zu bekommen. Meine Playlist mehr Abonnenten bekommen, statt deswegen ja auch mit dem Video, was mir alleine schon 250 Abonnenten eingebracht hat. Bei Tipp Nummer 8 setzen wir nochmal einen drauf. Power Playlist Extrem. Ich habe ja eben schon gesagt, diese Gewinnervideos will man vor so viele Leute wie möglich bringen. Was habe ich also gemacht? Ich habe eine Playlist erstellt mit dem Namen Wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann schau dir diese Videos an. In dieser Playlist habe ich dann meine besten Videos überhaupt gesammelt und habe diese Playlist direkt auf der Startseite meines Kanals direkt unter dem Kanaltrailer platziert. Dazu habe ich sie auf nicht gelistet gestellt, damit sie in der Playlist-Seite nicht auftaucht. Seitdem ich das so mache, kommen extrem viele Leute, die meinen Kanal neu entdecken, direkt auf die Videos, die meinen Kanal am besten repräsentieren. Tatsächlich war das auch einer der ersten Tipps, den ich meinen Schülern im Coaching direkt weitergegeben habe, da ich bis jetzt noch nie darüber geredet habe in meinen Videos, aber diese Taktik eigentlich so unglaublich gut ist. Kommen wir zu Tipp Nummer 9, Hashtags. Hashtags gibt es jetzt schon länger auf YouTube, so wirklich durchsetzen konnten die sich aber nie. Dennoch würde ich euch empfehlen, mal ein bisschen damit rum zu experimentieren, denn sie haben an sich 2 Vorteile. Erstens, auch wenn sie nicht richtig SEO-relevant sind, sie helfen dabei, dass YouTube euer Video besser einordnen kann. So könnt ihr auch mit höherer Wahrscheinlichkeit in einer Themenplaylist landen, die euch auf jeden Fall dabei helfen würde, mehr Abonnenten bekommen zu können. Aber auch der zweite Vorteil hat es in sich. Wenn man nämlich auf einen Hashtag klickt, dann werden die Videos dort nach diesem Hashtag sortiert und nicht nach den ganzen anderen SEO-Faktoren. Testweise habe ich es gerade mal für den Hashtag Abonnieren ausprobiert. Dort werden mir auch einige kleinere YouTuber vorgeschlagen, während bei der klassischen Suche nur die Videos von größeren YouTubern angezeigt werden. Tipp Nummer 10. Kommentiert mehr. So viele Tipps, vor allem auch in meinen anderen Videos, drehen sich ja darum, wie man von mehr Leuten gesehen werden kann, wie man mehr Impressionen bekommen kann oder generell mehr Aufmerksamkeit kriegen kann. Dabei gibt es da eine ganz einfache Möglichkeit. Jeder von uns schaut sich im Laufe des Tages Videos an, also warum nicht einfach immer einen Kommentar da lassen? Wichtig ist, dass ihr einen inhaltlich sinnvollen Kommentar abgebt. Ihr sollt nicht spammen und auf keinen Fall Werbung machen, darum geht's hier nicht. Ihr sollt einfach mit anderen Leuten interagieren, euer Wissen oder euren Humor zur Schau stellen. Dadurch alleine werden schon einige auf euren Kanal kommen. Wenn ihr es dazu noch bei YouTubern macht, die auch ähnlichen Content wie ihr erstellen, dann werdet ihr so schnell mehr Abonnenten bekommen können. Denn der beste Weg, eine Community aufzubauen, ist es, selbst Teil einer Community zu sein. Und das Beste an diesem Tipp ist, wenn ihr wirklich durch eure besonders guten Kommentare auffallt, dann kann es auch immer mal passieren, dass sogar der jeweilige YouTuber auf euch aufmerksam wird. Darauf solltet ihr euch nicht versteifen, es reicht nicht, wenn es ein wirklich großer YouTuber ist, aber es ist durchaus möglich. Jetzt habe ich nochmal eine Frage an euch. Welcher Tipp hat euch am besten gefallen? Werdet ihr direkt eine Powerplaylist anlegen oder ändert ihr erstmal euer Wasserzeichen? Schreibt mir einen Kommentar und lasst es mich wissen, würde mich wirklich sehr interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch jetzt den Kanal, demnächst werden noch weitere Videos dieser Art folgen. Außerdem würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Video, haut rein Leute! Und ciao.